Hey, jetzt mal ganz ehrlich, was hat der SV Werder Bremen am vergangenen Wochenende verbrochen, dass das Verletzungspech da so zuschlägt, wie das jetzt der Fall ist? Denn nach Ömer Toprak, der ja lange ausfallen wird mit Muskel-Sehnen-Verletzung in der Wade, und Marco Friedl, Bauchmuskelverletzung und auch noch Hüftprellung, auch längerer Ausfall, gab es heute den nächsten Nackenschlag. Mitchell Weiser, ja, fällt auch lange aus, Muskelbündelriss. Das wird auch knapp, ob der in dieser Saison nochmal spielen kann. Wir haben gerade mit Ole Werner kurz sprechen können, der sagte, ich bin ja kein Mediziner, aber es ist schon eine schwere Verletzung. Damit haben sie überhaupt nicht gerechnet beim SV Werder Bremen, denn der hat 84 Minuten durchgespielt, Mitchell Weiser, und ist auch nicht wegen Verletzung gegen Heidenheim bei der 1:2-Niederlage, müssen wir uns leider mal eben kurz daran erinnern, ausgewechselt worden, also nicht wegen Verletzung, sondern einfach, weil Ehren Dingschi noch mal reinkommen sollte, erklärte gerade Ole Werner, um nochmal den Rückstand aufzuholen. Naja, und dann auf der Busfahrt zurück muss es wohl ein bisschen geschmerzt haben. Da hat er dann gesagt, der Mitchell Weiser, also mit der Busfahrt zum Flughafen, dann sind sie zurückgeflogen, das so viel Zeit muss sein. Auf jeden Fall hat es dann wohl geschmerzt und jetzt kamen weitere Untersuchungen und ja, heute Nachmittag kurz vorm Training stand dann fest, Mitchell Weiser fällt lange aus. Und jetzt sind aus der Fünferkette 3 Stammspieler weggebrochen. Das muss man sich mal überlegen. Ömer Toprak, der Chef, dann Marco Friedl und dann auch noch Mitchell Weiser. Wer hätte das vor ein paar Wochen noch gedacht? Da haben wir noch gesagt, Mitchell Weiser, oh, ist ja eher so ein... Ja, Flop ist ein böses Wort, aber der hat sich richtig gemacht und war jetzt auch eine feste Größe in der Fünferkette, richtig stark, auch in Heidenheim gewesen, einer der wenigen Bremer, die richtig stark waren. Ja, und der wird Werder fehlen. Ja, und wie können wir jetzt aufstellen? Wir natürlich nicht, aber der SV Werder Bremen, in dem Fall Ole Werner. Ich habe ihn gefragt, was denn jetzt möglich ist, und er sagte, ja, ihr kennt doch die Kandidaten, die da in Frage kommen für die rechte Seite. Ich habe ihn da Manuel Mbom genannt und er sagte, ja, der und Agu. Aber Agu wird ja schon auf der linken Seite gebraucht, weil natürlich Anthony Jung in die Dreierkette rücken muss. Also wahrscheinlich wird die Fünferkette so aussehen. In der Mitte, Miloš Veljković wird da gefordert sein als neuer Abwehrchef. Rechts daneben kann ich mir gut Nikolaj Rapp vorstellen. Links daneben dann Anthony Jung, also eingerückt. Linker Verteidiger, oder ein bisschen vorgezogen natürlich, dann Felix Agu und auf der rechten Seite Manuel Mbom. So könnte es aussehen, denn Christian Groß soll bestimmt Sechser bleiben. Das macht er gut. Den nimmt man da nicht einfach so weg. Das kann ich mir nicht vorstellen. Der hat übrigens heute individuell trainiert. Da kriegst du natürlich auch gleich schon eine Gänsehaut. Aber ich habe nachgefragt. Nein, Belastungssteuerung. Ja, ist ja schon ein bisschen was älter, der Herr Groß, durfte sich aber ein bisschen lockerer in diese Trainingswoche reinstarten. Ja, und Ole Werner hat uns noch erzählt, er hat natürlich schon so einen Plan im Kopf. Aber das war auch so ein bisschen der Plan vor der Mitchell-Weiser-Verletzung. Er will sich heute Abend nochmal, heute Nachmittag mit seinen Trainerkollegen zusammensetzen und dann überlegen, was haben wir jetzt für Möglichkeiten? Er hat nicht von Viererkette gesprochen, aber das ist natürlich eine Variante. Hat er oft spielen lassen in Kiel, war sein System. Ob er es jetzt hier auch macht, ich bin gespannt. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil dann würdest du ja noch mehr durcheinander wirbeln. Er will dann morgen und übermorgen wirklich bei Geheimtraining dann nutzen, die Mannschaft so aufzustellen, wie sie dann gegen Darmstadt am Samstagabend hier im Weserstadion beim Schützenspiel bestehen soll. Und er sagt einfach, der macht das ganz cool und souverän. Er lächelt das nicht weg, so nicht. Er war schon geschockt, sagt er, aber er sagt, was soll ich machen? Wir werden schon eine Mannschaft aufstellen, so seine Worte, die am Samstag in der Lage ist, das Spiel zu gewinnen. Bums. So, das nehmen wir mal so mit, damit wir vielleicht doch noch ein bisschen positiv in die Restwoche gehen können. Aber so ein bisschen niedergeschlagen, sage ich euch ganz ehrlich, bin ich schon. Und bin mal gespannt, wie ihr aufstellen würdet. Also, schreibt es unten rein in die Notes, wie ihr die Fünferkette, die Abwehr oder die Viererkette oder was auch immer aufstellen würdet. Alles Weitere findet in der Deichstube. Bis dahin, ciao.